Ich grüße euch. Nett, euch hier zu sehen. Ihr befindet euch alle am schrecklichsten Ort überhaupt. Nein, nicht der Deutsche Bundestag, sondern die Hölle. Ich bin der Teufel, aber ihr könnt mich ruhig Uwe nennen. Ich lege immer sehr großen Wert darauf, meinen neuen Mietern eine höllisch gute Zeit mit viel Gelassenheit zu ermöglichen. Damit das nicht so ein großes Durcheinander gibt, werde ich euch alle in Gruppen aufteilen und ihr geht dann, wenn ihr aufgerufen werdet, zu eurer jeweiligen Gruppe. Alles klar soweit? Gut, fangen wir an. Mörder? Wo sind die Mörder? Ah ja, da. Gut. Bitte sich einmal vorne zu meiner Linken einfinden. Wunderbar, danke. Dann machen wir weiter mit den Nutten, Fixern und Strichern. Ja, ihr könnt euch zu meiner Rechten nach hinten einfinden. Um euch kümmere ich mich später noch persönlich. Dann kommen wir zu den Kevins. Ach du Scheiße, seid ihr viele. Was machen wir denn da? Ah, ich weiß. Die ersten 150 von euch gehen bitte in den Nebenraum. Dort wartet eine Guillotine. Dann haben wir auch gleich ein bisschen mehr Platz. Und den Rest schicke ich einfach wieder zurück. So verzweifelt bin ich auch nicht, dass ich Kevins in der Hölle haben will. So, jetzt geht's weiter mit den Franzosen. Sind welche hier? Ah ja, da drüben. Ja, ihr könnt euch da hinten zu den Griechen und den Deutschen stellen. Ich bin mir sicher, dass ihr euch viel zu erzählen habt. Weiter geht's mit den Lügnern und den Verbrechern. Wo seid ihr? Ah, da vorne. Ja, ihr könnt euch da rechts vorne zu den Politikern stellen. Und zuletzt kommen wir zu den Christen. Sind welche anwesend? Ah, da drüben. Ihr Spacken habt den falschen Fahrstuhl genommen. Oder heißt ihr zufällig Kevin? Dann einmal rüber zur Guillotine. So, das hätten wir. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt. Tschüss. Oh, Sotanien, das einzige Land, was Gott am achten Tag erschuf und welches 1989 von Ronald McDonald entdeckt wurde. Dort, wo alle Männer Angst vor dem erhobenen Zeigefinger haben, besonders der vom Urologen. Und wo alle Jungfrauen schon mit 16 Jahren ein Kind bekommen. Doch was macht Sotanien denn nun so einzigartig? Richtig, seine notgeilen und versoffenen Einwohner. Lernen wir sie doch heute mal ein bisschen besser kennen. Also, kommen Sie doch mit. Ich freue mich schon darauf. Bei Kidumas Lach- und Bettgeschichten. Bevor wir uns in das verhurte Stadtleben tummeln, beginnen wir unseren Ausflug in einer ländlichen Umgebung Sotaniens. Hier kann man mit etwas Glück sogar noch wild lebende Männer in Frauenklamotten beobachten. Was es nicht alles gibt. Aber heute wollen wir uns mal etwas der Tierwelt widmen. Entschuldigung, wenn ich frage, aber wer bist du denn? Ich bin die Weihnachtsschmausch. Ah ja, und was machst du hier? Ich suche. Du suchst? Ja. Ah ja, was suchst du denn? Schnee. Bitte was? Ich suche Schnee.
Du suchst Schnee? Ja. Im Hochsommer? Ja. Bei 35 Grad im Schatten? Ja. Aber dir ist schon klar, dass im Hochsommer das Schneefinden extrem schwierig fällt, oder? Ja. Und warum suchst du Schnee? Um einen Schneemann bauen zu können. Ah ja. Gut, jedem das seine. Ich meine, das macht ja auch Sinn. Aber glaub mir, im Hochsommer wirst du keinen Schnee finden. Oh je, das ist dann aber eine Katastrophe. Wieso? Wieso soll das denn eine Katastrophe sein? Ich meine, eine Katastrophe... Der Schnee, der wird ja schon kommen, wenn es wieder kälter wird, ne? Das ist ja keine Katastrophe. Ein Weltuntergang wäre eine Katastrophe. Aber guck mal, 2012 haben die Leute auch gesagt, die Welt geht unter. Eine richtige Katastrophe. Aber jeder hat es gut überstanden. Da wirst du es doch dann auch überstehen, wenn du noch ein paar Monate auf den Schnee warten musst. Nö. Wieso nicht? Weil ich weiß, wann der Weltuntergang wirklich ist. Du weißt, wann der Weltuntergang wirklich ist? Ja. Und wann? Morgen. Ja, wie morgen? Jetzt morgen? Ja. Also, ich fasse nochmal zusammen. Du suchst nach Schnee im Hochsommer, um einen Schneemann zu bauen, weil morgen... der Weltuntergang ist. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Gut, jetzt musst du mir aber erklären, warum du Schneemänner brauchst oder einen Schneemann brauchst, um den Weltuntergang aufhalten zu können. Das will ich doch gar nicht. Ja wie? Jetzt doch nicht? Ich denke, du brauchst Schnee, um einen Schneemann bauen zu können. Ja. Weil morgen der Weltuntergang ist. Ja. Ja, also. Und jetzt frage ich dich, was kann ein Schneemann bewirken, um den Weltuntergang aufhalten zu können? Gar nichts. Aber warum willst du dann um alles in der Welt einen Schneemann bauen? Weil es Spaß macht. Und morgen sind wir doch alle tot. Wenn man in Sutanien 1000 Sticker von seinen Cornflakes-Packungen gesammelt hat, kann man in die Politik eintreten und sagen, was man will. Völlig egal was. Den Politikern wird eh nie zugehört. Wozu auch? Sutanien hat schließlich einen König. Guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur ersten offiziellen Besprechung der zentralen Dienstvorschriften der Bundeswehr. Nun, Sie wissen alle, 1961 hieß es, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mittlerweile heißt es in Berlin, niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu errichten. Damit wenigstens bei der Bundeswehr alles so läuft wie gewünscht, hier nun die Dienstvorschriften. Punkt 1. Bei Schnee, Frost und Eis ist mit auftretender Kälte zu rechnen. Punkt 2. Ab Einbruch der Dämmerung ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Punkt 3. Ab Einbruch der Dunkelheit ist mit Nachlassen der Sicht zu rechnen. Punkt 4. Ein toter Soldat hat viel von seiner Gefährlichkeit verloren. Punkt 5.
im Falle einer Streitigkeit gilt das Wort der Altgewidis. Punkt 6. Sollten Altgewidis Unrecht haben, siehe Punkt 5. Etwas außerhalb von Sutanien erstreckt sich noch eine kleine Insel, die Insel der Drachen. Hierhin flüchtete sich die Drachin Dragonina mit ihrem Freund Nohomil, nachdem sie vom König Gik gejagt worden war. Sie erhofft sich Ruhe, aber König Gik ist da in der Hinsicht wie ein notgeiler Gockel. Immer hinter den Hühnern her. Aber sehen wir selbst. Haha, endlich habe ich sie entdeckt, die letzte Zuflucht der Drachen. Dies ist also die geheimnisvolle Insel der Drachen. Und den Drachen, der mein Jabgizelles Königreich zerstörte, werde ich nun jagen, finden und töten. Oh, du bist aber groß. Man nennt mich Dragonina. Ein grausames Ungetüm bist du. Ich werde dich nun töten, zum Wohle meines Landes. Aber diese Insel hier liegt doch gar nicht mehr im Umkreis deines Landes. Deswegen bin ich doch hier. Ich musste wegen dir hierhin flüchten. Fick dich! Das Spiel ist aus. Du wirst mir nicht mehr entkommen. Warte mal, wo wir gerade beim Spiel sind. Kennst du ein Brettspiel für nur eine Person? Was soll denn die Scheißfrage? Ja nun, jetzt sag doch mal, was du denkst. Es gibt ein Brettspiel nur für eine Person? Ja. Keine Ahnung. Bügeln. Das ist sehr lustig. Aber das hilft jetzt auch nicht mehr weiter. Ich fand den Witz zwar gut, aber ich muss dich töten. Du, da wäre noch eine andere Sache. So, und welche? Woran merkt man, dass man Alkoholiker ist? Wieder so eine Scheißfrage. Keine Ahnung. Wenn Grombacher anrufen und sagen, dass es gar nicht so viel Regenwald gibt, wie man selber unterstützt. Herrlich. Wenn Grombacher anruft. So, jetzt aber. Du bist des Todes. Nanu? Wo ist der Drache denn auf einmal hin? Weg. Scheiße. Und das, obwohl das scheiß Drachenvieh so groß ist. Da kann ich ja erstmal auf die Suche gehen. Eine weitere Insel, die zum Königreich Sutanien gehört, ist die Schädelinsel. Diese heißt deshalb so, weil es bis jetzt niemand der dort Gestrandeten geschafft hat, wieder von hier runterzukommen. Die Küstenwache fährt zwar einmal in der Woche mit einem Boot an der Insel vorbei, lacht die dort Gestrandeten aber lediglich aus und fährt dann belustigt weiter. Ausgerechnet Igel Easy und Fuchs Ferdinand befinden sich nun dort. Morgen, Easy. Ah, hallo Ferdinand. Und, wie läuft's? Wie läuft was? Ja nun, nachdem wir nach einer Woche schon hier auf der Insel sind, kann man ja mal fragen. Denn wir mussten ja unbedingt den Ozean erkunden wollen. Und natürlich sind wir mitten in ein Unwetter reingebrettert, beinahe von Haien gefressen worden. Und eigentlich möchte ich mal wieder nach Hause. Nur zu blöd, dass wegen dem Unwetter und den Haien das Boot kaputt ist. Also, da hast du recht. Ausnahmsweise. Aber ich bin ja auch schon drauf und dran, das Boot zu reparieren. Aber da brauchen wir wohl auch noch ein Wunder. Wieso ein Wunder? Ich denke, du hast Ahnung vom Bootsbau. Auf der anderen Bootsseite ist ein großes Loch. Da würden wir es keine 2 Meter von der Insel wegschaffen. So ein verfluchter Mist. Du meinst, jemand sucht nach uns und rettet uns? Ach, bestimmt. Da bin ich fest von überzeugt. Ist das dein Ernst? Ja, ich habe nämlich beim Finanzamt noch 5000 Euro Schulden. Die suchen garantiert nach uns. Zumindest nach mir. Witzbold, ich hoffe nur, meinem Hund zu Hause geht's gut. Deinem Hund? Du hast einen Hund? Seit wann hat ein Fuchs einen Hund als Haustier? Ja, da kannst du mal sehen, was ich alles habe. Allerdings muss man dazu sagen, dass der auch sehr klein ist. Denn ich als Fuchs kann ja nicht mit einem großen Hund rumrennen. Ja, das macht natürlich Sinn. Denn besonders groß bist ja noch nicht mal du selber. Stimmt auffallend.
Weißt du, Izzy, mein Hund hat mir sogar jeden Morgen die Zeitung gebracht. Und das, obwohl ich noch nie eine Zeitung abonniert habe. Eine Besonderheit in Sutanien ist es, dass es hier keine Zeitung gibt. Die meisten Einwohner sind eher Analphabeten und wenn man mal Neuigkeiten hören will, beginnt man untereinander zu lästern. Das können hier Männer und Frauen, aber gleich gut. Du, ich habe gehört, du hast letztens einen Breakdance-Wettbewerb in der Disco gewonnen. Ja, das ist richtig. Dabei wollte ich mir nur ein Bier holen. Scheiß epileptische Anfälle. Ja, da hast du recht. Sowas ist doof. Punkt 7. Beim Durchqueren von Gewässern ist mit Feuchtigkeit und Nässe zu rechnen. Punkt 8. Ab einem Wasserstand von etwa 1,20 Meter hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen. Die Grußpflicht entfällt hierbei. Punkt 9. Unter Wasser entfällt die Grußpflicht. Punkt 10. Beim Tauchen ist das Atmen einzustellen. Punkt 11. Beim Erreichen der Baumkrone hat der Soldat selbstständig mit den Kletterbewegungen aufzuhören. Punkt 12. Bei Einsatz von Nuklearwaffen kann das Gelände verändert sein. Die Orientierung wird hierbei erschwert. Punkt 14. Liegt der Kopf mehr als 20 cm vom Rumpf entfernt, ist der Tod festzustellen. Punkt 15. Stirbt der Soldat bei einem Einsatz, so endet der Einsatz ab da an für ihn. Weitere Einsätze dürfen danach nicht mehr von diesem Soldaten durchgeführt werden. Punkt 16. Sterben alle Soldaten bei einem Einsatz oder werden gefangen genommen, so gilt der Einsatz als gescheitert. Im sutanischen Freistaat, dem Märchenland, kann es ja nicht ganz sauber zugehen. Käfige, wohin man schaut, und alte, hässliche Frauen, die einen Befehle erteilen, erinnert eher an ein SM-Studio als an ein Hexenhaus. Hehe, die Hasensuppe riecht schon gut. Jetzt fehlt nur noch eins, und der Hase selbst. Mal gucken, ob er schön dick geworden ist, mein Hänsel. Wach auf und streck mir deinen Finger entgegen. Was? Wo? Wer? Wie? Nanu? Wo bin ich denn hier gelandet? Und warum nennst du alte Schachtel mich Hänsel? Ich heiße schließlich Hoppel und will hier unverzüglich raus. Warum bin ich hier eigentlich eingesperrt? Ich zeig dich an, du Verbrecherhexe, bei Greenpeace oder wie die heißen. Ich verlange einen Anwalt zu sprechen. Und außerdem, was willst du von mir? Ich will, dass du mir deinen Finger rausstreckst, damit ich fühlen kann, ob du schön fett geworden bist, Hänsel. Jetzt hör mal zu, du MC-Enkelschreck für Arme. Ich streck dir gleich was ganz anderes entgegen, aber das wird garantiert nicht mein Finger sein. Und nochmal, ich heiße nicht Hänsel, sondern Hoppel. Du wirst immer frecher. Aber was soll's? Auch wenn ich nicht weiß, wie fett du schon bist, werde ich dich heute Abend kochen. Ich habe es satt, noch länger warten zu müssen. Gretel, komm einmal her und versuche deinen Bruder Hänsel noch dazu zu überreden, etwas mehr zu essen. Ich werde inzwischen die Karotten für die Suppe schneiden und in den Topf packen. Ey, Ottilie! Hat die Alte zu lange am Baumharz geschnüffelt oder was ist mit der kaputt? Wie können wir beide Geschwister sein?
Wir sehen uns doch noch nicht einmal ähnlich. Und warum bin ich hier in diesem Käfig? Hoppel, wir drehen gerade Hoppel im Märchenland. Und da spielst du halt den Hänsel und ich die Gretel. Und damit das alles realistisch rüberkommt, wird die Hexe dich nachher essen. Was? Seid ihr Meshuggah oder so? Ich war von Anfang an gegen die Dreharbeiten zu Hoppel im Märchenland. Genau, deswegen haben wir dich gestern Nacht hier auch unter Drogen gesetzt, damit wir dich hier in den Käfig bekamen. Sonst hättest du dich doch viel zu sehr gewehrt. Natürlich hätte ich mich gewehrt. Ihr seid doch nicht mehr ganz gescheit. Aber eins sage ich euch, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich noch einen schönen, warmen, braunen, duftenden Schokokuchen abseilen. Direkt vom Dach in den Kamin. Und dann wird das Knusperhaus nicht mehr nach Pfefferkuchen riechen, sondern nach... Schnauze! Also wirklich, das, was du sagen wolltest, denkt man doch noch nicht mal. Mir doch egal. Wo sind eigentlich hier die Kameras, wenn du sagst, dass gedreht wird? Die sind versteckt. Wie im Dschungelcamp. Weißt du was? Ich krieg langsam eine volle Blase. Und wenn ihr mich hier nicht auf der Stelle rauslasst, pinkel ich euch hier den ganzen Käfig nass. Von oben bis unten. Und glaubt mal nicht, dass ich das dann wieder sauber mache. Das können die Hexe oder du dann mit der Zunge sauber lecken. Also langsam wird's mir zu blöd. Mach, was du willst. Ich kann so nicht arbeiten und meine Rolle als Gretel spielen. Ich bin in meinem Wohnwagen, wenn man mich hier sucht. Hey, Ottilie, du kannst mich mit der Alzheimer-Tante da drüben doch jetzt nicht alleine lassen. Na wartet, das wird Konsequenzen mit sich ziehen, wenn ich hier rauskomme. Du, Noomiel, glaubst du eigentlich an fliegende Untertassen? Ja, natürlich glaube ich an die. Hast du auch schon mal eine gesehen? Seit der Scheidung von Bogdans Eltern nicht mehr. Du, aber Dragonina, du bist schon so weise und hast schon so viel Ahnung. Was ist grammatikalisch richtig? Lass mich arbeiten oder lass mir arbeiten? Das ist beides falsch. Richtig müsste es heißen, lass die anderen arbeiten. Du, aber hast du das von Bogdans Vater vor ein paar Tagen mitbekommen? Nein, was denn? Es herrscht zurzeit bei denen seit einigen Wochen Krieg. Und Bogdans Vater wurde kürzlich schlimm verletzt und liegt nun im Hospital. Oh, das ist ja schrecklich. In welchem Zimmer liegt er denn? Zimmer 15 bis 19. Der Nationalpark Sotaniens ist ein tolles Ausflugsziel und eine weitere Möglichkeit, ahnungslosen Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Nur hier kann man seltene Raben, Krähen, Uhus und auch Erklärbären entdecken. Auf den insgesamt 14 Quadratkilometern erstreckt sich eine beeindruckende Artenvielfalt auf sage und schreibe 5 Tiere. Los, fangt an, mich zu bewundern. Ich bin eine richtige Berühmtheit und mein Namen kennt die ganze Welt. Jetzt fragen Sie sich sicher, wer ich bin. Nun, in erster Linie bin ich ein Uhu und kann zaubern, also ein magischer Uhu. Da liegt es doch wohl nahe, dass ich Houdini heiße, oder? Erst gestern saß ich mit einer jungen, hübschen Schneeeule auf einer Überlandleitung. Da sag ich so zu ihr, guck mal, da fliegt ein Düsenjet von der Bundeswehr. Darauf meinte sie, warum kann der so schnell fliegen und ich nicht? Darauf habe ich geantwortet, du könntest auch so schnell fliegen, wenn dein Arsch brennen würde. Hier im Wald passieren immer so eigenartige Sachen. Erst vorhin habe ich hier 2 Radfahrer gesehen. Ein Vater mit seinem Sohn. Irgendwann bemerkt der Vater, der anscheinend sehr gute Augen hat, dass sein Sohn eine Biene überfahren hat und sagt, da du eine Biene überfahren hast, darfst du jetzt 3 Wochen lang keinen Honig mehr essen. Dann fuhren sie weiter und kurz vorm Waldesende überfährt der Vater gedankenversunken einen kleinen Vogel.
Daraufhin meint der Sohn zum Vater, soll ich das der Mama sagen? Oder machst du das selber? Was sitzt auf dem Baum und ruft Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Mal im Ernst. Meine Uhu-Freunde, der Steinkauz und der Bubo, wollten kürzlich mit mir zusammen ins Guinness-Buch der Rekorde rein. Aber womit? Der Bubo sagte, er habe den kleinsten Kopf weltweit. Ich sagte, ich hätte die kleinsten Flügel weltweit. Und der Steinkauz meinte, er habe den kleinsten Penis weltweit. So sind wir dann los und wollten uns im Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen. Als erstes war der Bubo dran. Als er wieder zu uns kam, meinte er voller Stolz, er habe nun offiziell den kleinsten Kopf der Welt. Dann war ich dran und als ich wenig später wieder zu den anderen kam, sagte ich, auch ich habe es jetzt offiziell. Die kleinsten Flügel der Welt gehören mir. Zum Schluss war der Steinkauz dran. Als er etwas später wieder zu uns zurückkam, sagte er total beleidigt, wer zum Teufel ist Justin Bieber? Punkt 17. Berge und Hügel unterscheiden sich von ihrer Umgebung vorrangig durch die Höhe. Punkt 18. Denken ist Silber, Handeln ist Gold. Punkt 19. Ist der Soldat am Bluten, gilt er als verletzt. Punkt 20. Kann man den Soldaten durch zu viel Blut kaum bis nicht mehr erkennen, gilt er als tot. Punkt 21. Das Rohr des Geschosses zeigt stets an, in welche Richtung die Kugel fliegt. Punkt 22. Nacktfernsehen ist strengstens verboten. Ausgenommen weibliche Personen, aber nur nach Abstimmung. Punkt 23. Sollten sich hübsche weibliche Personen im Aufenthaltsraum befinden, haben Jung- und Mittel-GWD-Soldaten Sendepause und nach Aufforderung durch Alt-GWDs den Raum fluchtartig zu verlassen und sich dabei höflich zu verabschieden. Irritierende Geräusche seitens der Alt-GWDs oder der weiblichen Personen haben Jung- und Mittel-GWDs ausnahmslos zu ignorieren. Punkt 24. Leidet ein Kamerad an einer Wahnvorstellung, so nennt man es Geisteskrankheit. Und es ist umgehend ein Arzt oder Sanitäter zu konsultieren. Leiden mehrere Kameraden an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es Religion. In diesem Falle braucht kein Arzt oder Sanitäter konsultiert werden. Punkt 27. Wird bei einem Kampf die Friedensfahne gehoben, so gilt der Kampf als beendet. Punkt 28. Männliche Soldaten haben über einen Penis zu verfügen, weibliche Soldaten nicht. Punkt 29. Den Feuerkampf gewinnt, wer schneller schießt und besser trifft. Punkt 30. Besteht ein Personalrat aus nur einer Person, erübrigte sich die Trennung nach Geschlechtern. Scheiße, komm an. Laterne. Wir haben da hingekotzt. Wir machen sowas. Aber Olaf, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Man hat Sie gesucht. Pater Ben! Du schießt in meine Kosse. Warum tust du sowas? Das ist aber sehr schön. Dass ich sie hier sehe, ich sehe sie doppelt. Ich muss weniger saufen. Aber ich kann dir sagen, ich war bei einem, der hatte eine Eisenbahn. Ist so ein Klopper. Ein Riesenteil. Sie waren bei einem, der eine riesige Eisenbahn hatte? Ich sehe, jetzt weiß ich es wieder. Das war in einem Keller. Und dort im Keller war einer, der hatte eine riesige Eisenbahn. Ist so groß. Na, wir sind ja auch hier an einem Bahnhof, am U-Bahnhof. Gucken Sie mal. Ich hatte mich auch schon gewundert. Ich hatte gedacht, ich wäre in
einem Keller mit einer riesengroßen Eisenbahn. So groß! Ja, das glaube ich Ihnen jetzt sofort. Aber sagen Sie mal, wie viel haben Sie denn getrunken? Sie riechen ja, als hätten Sie förmlich in 43er gebadet. Nur zwei Pilzer. Herr Jägermeister, ein bisschen Jacky und so. Ja, nee, ist klar. Ich glaube eher, Sie haben mein ganzes Jägermeister-Fass leer getrunken. Und dann noch ein 43er mit Ursaft als Absacker oder was. Und das auch noch im Dienst. Ja. Nee, Bruder. Ich habe heute frei. Ich werde mich ja noch besaufen dürfen, wenn ich frei habe, oder? Ja, also dagegen spricht allerdings nichts. Sehen Sie? Um Himmels Willen, bei Ihnen ging es anscheinend genauso schlimm zu wie im Nonnenkloster. Wieso? Nun ja, das, was ich da so letztens von gehört habe. Was haben Sie hier gehört, Vater? Das Zimmer. Nun, die Mutter Oberin wollte kürzlich von ihren Mitschwestern wissen, ob diese schon mal sexuelle Erfahrungen gemacht hätten. Ja, gut. Nun, sie sollten sich dann von den jeweiligen Sünden reinigen. Ja, gut. Die erste Nonne kam zur Mutter Oberin und diese fragte dann die Nonne, ob sie schon mal in ihrem Leben sexuelle Erfahrungen gemacht hätte. Und da sagte die Nonne, dass sie schon mal einen Penis gesehen hätte. Daraufhin sagte die Mutter Oberin zu der Nonne, sie solle sich die Augen waschen und bereuen. Dann kam die zweite Nonne und die Mutter Oberin fragte auch diese nach deren sexuellen Erfahrungen. Die Nonne sagte, dass sie wohl schon mal einen Penis in der Hand gehabt hätte. Da sagte die Mutter Oberin zur zweiten Nonne, sie solle sich dann die Hände waschen und bereuen. Danach sollte eigentlich die dritte Nonne kommen. Doch diese wollte statt zur Mutter Oberin direkt zur Tür hinaus. Wieso? Das hat die Mutter Oberin dann auch gefragt. Daraufhin sagte die dritte Nonne, gurgeln und bereuen wird erledigt. Oh Mann, oh Mann. Also was Sie so für Geschichten kennen. Helfen Sie mir mal bitte beim Ausstehen. Ich habe mich aufs Fressbrett gelegt. So, danke. Wie spät ist es eigentlich? 14 Uhr. Was? Um 14 Uhr geht ja das oben ohne Saufen in der Honolulu-Bar los. Ich muss da hin. Sie entschuldigen mich. Die Pflicht ruft. Was ist los? Oben ohne Saufen in der Honolulu-Bar? Also ich glaube, da sollte ich hinterher. Also, ich meine, weil Kommissar Black ja schon so viel getrunken hat, da mit ihm nichts passiert und so, also meine ich. Na, alles klar? Sag mal, was ist der Unterschied zwischen einer Zigarette und einer Schwiegermutter? Keine Ahnung. Ich bin schließlich nicht Raucher. Bei der Zigarette sind die ersten Züge die besten. Bei der Schwiegermutter sind es die letzten. Du, aber ich habe gehört, dass deine Frau mit dem Steinkauz durchgebrannt ist. Mein Beileid. Ja, danke. Es ist auch jammerschade. Der Steinkauz war so ein ausgezeichneter Skatspieler. Aber vielleicht können wir ja was spielen. Was hältst du von Schach? Nun, viel Lust zum Spielen habe ich nicht. Meine Frau ist nämlich vor 4 Tagen verstorben. Na, das passt doch wunderbar. Dann wissen wir ja dann schon mal, wer von uns beiden die schwarzen Figuren nimmt. Aber mal was anderes. Weißt du, wie ich auf den schnellsten Wege zum Krankenhaus komme? Na klar, du gehst aus dem Wald bis zur Straße. Dann zur Ampel und wartest das Rotlicht ab. Danach schließt du die Augen und tippelst einfach über die Straße. Der Rest erledigt sich fast von alleine. Weißt du, was ich gerade von der Nacktschnecke erfahren habe? Nein, was denn? Unser Förster hat das Rauchen aufgegeben. Der raucht nicht mehr? Jupp. Das kann ich kaum glauben. Ist aber so. Der hat seine letzte Zigarette heute Morgen an einer Tanksäule ausgedrückt. Das war bestimmt eine Bombenstimmung. Davon kannst du ausgehen. Ich hatte mich heute Morgen erst erschrocken, weil ich
geglaubt hatte, die Schneeeule über mir im Baum hätte so laut gefurzt. Das musst du sofort den Fröschen drüben am Teich erzählen. Bis nachher mal. Hallo Esmi. Na, alles gut bei dir? Ja, und selbst? Du, ich habe gestern den Schwangerschaftstest gemacht. Oh, das finde ich ja interessant. Und, wie war's? Was meinst du damit? Ich meine, waren die Fragen schwer? Was wäre ein Königreich wie Sotanien bloß ohne den familiären Zusammenhalt untereinander? Nun, es wäre das, was es jetzt auch schon ist. Hier wird Familie nämlich immer noch großgeschrieben und kommt bei den meisten gleich nach Alkohol, Drogen, Orgien und der monatlichen Stromabrechnung. Also wenn die nach Hause kommt, die kann was erleben. Der verbiete ich einer Woche ihr Handy. Hallo Papilein! Hallo Papilein, mich nicht. Was ist denn los? Was los ist? Mein Kind, weißt du, wer vorhin angerufen hat? Nein, wer denn? Deine Lehrerin. Und sie hat sich über dich beschwert. Das verstehe ich nicht. Wieso verstehst du das nicht? Ja, weil ich doch heute gar nicht in der Schule war. So, jetzt gehe ich aber wieder nach draußen. Ist so schönes Wetter. Tschüss dann. Hallo, liebe Kinder. Ich bin es, euer Erklärbär. Und das hier neben mir, das ist meine liebe Freundin, die Nele. Bob, pack mich nicht an, du scheiß Pädobär. Hallo, Kinder. Ja, liebe Kinder, heute möchte ich euch nämlich etwas über Drogen erzählen. Die sind nämlich ganz schön gefährlich. Na, gefährlicher als du, wenn du aus der Disco rausgeschmissen wirst, weil du im betrunkenen Zustand wieder Männer auf der Tanzfläche in den Schritt gefasst hast, können Drogen nicht sein. Weit gefehlt, Nele. Drogen können einen nämlich töten. Echt? Ja, echt. Dann solltest du mal welche nehmen. Ja, also, wie schon gesagt, Drogen sind gefährlich. Da kann man nämlich auch ganz schlimm krank von werden. Stimmt's, Nele? Ja, fast genauso krank wie von deinem blöden Gelaber. Also, wenn euch mal eure Freunde überreden wollen, Drogen zu nehmen, dann sagt ihr einfach nein. Steckt eure Finger in die Ohren und hört gar nicht mehr zu. Ja, ganz genau. Sagt nein, seid toll und verliert all eure Freunde wie dieser verkackte Bär hier. Oh Nele, du bist aber ganz schön ehrlich. Aber Ehrlichkeit ist ja auch sehr wichtig. Sowas macht nämlich echte Freundschaft aus. Wisst ihr, liebe Kinder, die Nele und ich, wir sind schon so lange befreundet, dass wir fast Geschwister sein könnten. Ich glaube, deine Eltern waren Geschwister. Woher weißt du das, Nele? Na also, wenn man schon so lange befreundet ist, dann spielt man zusammen. Dann lacht man zusammen, dann lernt man zusammen und dann ist einem nie mehr langweilig. Genau, wenn man sich schon so lange kennt, dann spielt man zusammen, dann klaut man zusammen, dann kifft man zusammen, dann macht man den ersten Bruch zusammen, dann wird man zusammen verhaftet und bekommt sogar ein und denselben Bewährungshelfer. Na dann viel Spaß! Nein, Nele! Also, Liebe Kinder,
Es gibt viele Arten, sich untereinander zu zeigen, dass man befreundet ist. Die Maori zum Beispiel reiben ihre Nasenspitzen aneinander. Die Chinesen verbeugen sich voreinander und die Bärenkinder zum Beispiel teilen ihr ganzes Essen untereinander. Na, dann wirst du bei deinem Umfang in deiner Kindheit wohl keine Freunde gehabt haben. Du bist so gebildet, Nele. Und du bist ein Arschloch. Aber Nele! Punkt 31. Ausfuhrbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen man eine Erklärung erklärt. Punkt 32. Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Punkt 33. Frauen, die einen männlichen Soldaten ehelichen und danach erschießen, haben nach einer Entscheidung der BSG keinen Anspruch auf Witwenrente. Punkt 34. Es ist nicht möglich, den Tod eines steuerpflichtigen Soldaten als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 3 EStG zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Punkt 35. Persönliche Angaben zu einem Antrag sind freiwillig. Allerdings kann der Antrag ohne die persönlichen Angaben nicht weiter bearbeitet werden. Punkt 36. Bei Missachtung der Dienstvorschrift oder eines Befehls hat der Soldat sich nicht zu entschuldigen, sondern um eine harte und gerechte Strafe bei seinem Vorgesetzten zu bitten. Punkt 37. Das Onanieren, Stuhlieren, Urinieren und Übergeben im fahrenden Panzer ist strengstens untersagt. Ausnahme in der Stube. Im absoluten Notfall bitte aus dem Fenster lehnen, um sich der zu verrichteten Notdurft ordnungsgemäß zu entledigen. Ah, schön dich hier zu treffen. Ja, auch schön dich mal wiederzusehen. Erzähl mal, was gibt es Neues? Du, ich habe letztens eine Dokumentation über die DDR geschaut. Ja, und? Du kommst ja aus der DDR. Ja, und? Und es heißt ja immer, ihr hättet drüben nicht so viel gehabt. Ja, und? Gab es bei euch denn auch sowas wie ein Kompassersatz? Ja, sowas gab es. Ja, und? Was meinst du? Ja, erzähl doch mal genauer. Unser Kompassersatz waren damals Bananen. Bananen? Als Kompassersatz? Ja. Das musst du mir erklären. Man hat damals eine Banane genommen und ist damit zur Grenzmauer in Berlin. Und dann hat man abends die Banane auf die Mauer gelegt. Und wenn man dann am nächsten Morgen wieder kam und an einer der beiden Bananenenden fehlte ein Stück, welches abgebissen war, dann wusstest du, da ist der Osten. Ach so, habt ihr das damals gemacht. Interessant. Hallo Johann! Hallo Fritz. Na, alles klar bei dir? Oh ja, du, ich hab da mal eine Frage. Erzähl. Du warst doch letztens bei der Johanna. Ja, das ist richtig. Und erzähl, wie war's? Wie meinst du das? Ja, ich will doch alles wissen über euer Treffen. Was hatte sie denn an? Ihren Computer. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, was hatte sie angezogen? Ihre Beine. In Jacks Bar, die er Sonderbar genannt hat, geht jeder Volljährige zwischen 10 und 90 Jahren abends hin, um sein hart erklautes Geld zu versaufen. Ich liebe diesen Zusammenhalt. Wir fahren nach Mallorca, ja, wir fahren nach Mallorca und der ganze Bus muss pipi. Party! Stimmung! Das kann doch nicht wahr sein, ja, olle Saufzicke da.
Irgendwann klau ich dem seine Kackbeinprothese und benutze die als Shisha-Mundstück oder schnitz dir einen Dildo und ess ihn. Jack, das habe ich dir aber auch von Anfang an gesagt. Wenn du eine Bar aufmachst, dann musst du auch mal mit solchen Gästen rechnen. Ja, zu blöd, dass es draußen regnet. Sonst hätte ich den schon längst vor die Tür gesetzt, den alten Saufkopf. Dann warte ich halt, bis es nicht mehr regnet. Aber einen Drink bekommt er nicht mehr von mir. Er kann nur noch Wasser saufen, der alte Penner. Ja, ich denke auch mal, dass es so das Beste sein wird. Du, aber der Sohn von meiner Nachbarin, der hat sich letztens vom Fenster ausgezogen mit seinem Spiegel geworden. Ich kann dir sagen, der hat so einen kleinen. Ja, kann ja sein, der war nur so groß und der wollte damit winken und dann ging nicht. Der musste hupfen dafür. Den Helikopter kann man halt erst um 20 cm machen, das sage ich dem immer wieder. Du, aber der Sohn meiner Nachbarin hat jetzt seine Ausbildung in der Puff angefangen. Bitte was? Als Puffmutter. Naja, Spaß beiseite. Als Schreiner. Die Frau vom Chef sagte kürzlich, dass sie schwanger sei von ihm. Das geile Stück, die. Und da hat der Sohn meiner Nachbarin seinen Chef gefragt, ob es für diesen Arbeit oder Freude war, dessen Frau zu schwängern. Da sagte der Chef zu ihm, da war ein Rülpser, sorry Esmi, dass es eher eine Freude für ihn gewesen sei. Da meint der Sohn meiner Nachbarin, das hätte ich mir aber auch denken können. Wäre es Arbeit gewesen, wäre die ganze Sache bestimmt wieder an ihm statt an dem Chef hängen geblieben. Du bist so behindert. Nicht schlecht, echt mutig. Aber da fällt mir ein, dass ich letztens auch sehr mutig auf der Arbeit war. Ah, erzähl mal. Ich bin zu meiner Chefin hingegangen und habe gesagt, entweder bekomme ich eine Gehaltserhöhung oder ich fange ab dem nächsten Ersten als Steuerprüferin beim Finanzamt an. Das ist ja natürlich eine klasse Idee, Essen. Das würde ich auch gerne machen, Essen. Wenn ich nicht mein eigener Chef wäre, aber mal was anderes. Hast du dir hier mal die schönen Möbel angeguckt? Oh ja, ich bin ja aus dem Staunen kaum rausgekommen. Wirklich alles sehr schön und passend. Ja, das stimmt. Danke. Und die Möbel waren sogar richtig günstig. Die habe ich zum halben Katalogpreis bekommen. Prima. Das scheint ja echt günstig gewesen zu sein. Wie teuer war denn der Katalog? Ach, vergiss es. Du, Jack, ich will nächste Woche in meiner neuen Wohnung tapezieren. Wie viele Tapetenrollen hast du eigentlich damals so für deine Wohnung gebraucht? Wir haben ja ungefähr dieselbe Fläche. Ich habe mir damals so insgesamt 10 Rollen Tapete geholt. 10 Rollen Tapete? So viel? Also wenn ich recht überlege, würden danach ja noch etwa 7 Rollen Tapete bei mir übrig bleiben. Ja, das war ja bei mir auch nicht anders. Na, du bist mir vielleicht einer, aber jetzt muss ich nach Hause. Ich wünsch dir was. Hallo Lindy. Hallo Esmi. Du, sag mal, du bist ja mit dem Luzi verheiratet. Ja. Und der Luzi macht ja immer so tolle Erklärvideos, wie zum Beispiel Luzi erklärt oder Luzi bereist und so. Ja, und? Da kriegst du doch auch sehr oft so einiges Wissenswertes mit, oder? Ja, ab und zu. Luzi erzählt mir da schon so einiges. Warum fragst du? Weil ich gerne mal wissen würde, warum viele Männer immer diese O-Beine haben. Ach, das ist einfach. Das kann sogar ich dir erklären. Na dann, sag an. Nun, du weißt ja, alles Unwichtige ist stets in Klammern. Punkt 45. Wer Mist macht, hat diesen auch zu entfernen. Punkt 46. Dem Soldaten ist es verboten, Schnee zu formen und diesen dann zu beschleunigen. Bei Missachtung kann es vorkommen, dass die Temperatur der Finger, mit denen der Schnee in Berührung gekommen ist, sinkt und der Soldat für wenige Minuten seine Schusswaffe nicht richtig bedienen kann. Punkt 47. Der Frieden kann in Deutschland nicht ausbrechen, weil er viel zu gut gesichert ist. Punkt 48. Auf Vollständigkeit der Einsatzkleidung wird kein Wert gelegt. Punkt 49. Vielfalt ist gefragt. Einheitliche Uniformen geben einen abschreckenden paramilitärischen Charakter. Punkt 50. Auf einen Helm ist verzichtbar.
da eine schnelle Reaktion ausreichend Schutz bietet. Punkt 51. Bei Märschen, die über öffentliche Straßen führen, muss der erste und letzte Soldat eine gelbe Warnblinkleuchte auf dem Helm befestigen. Du, Nomil, hast du das mit dem Mordteufelchen gehört? Nur teilweise. Also, dass es tot ist. Weißt du denn genaueres? Ja, ich habe gehört, dass es sich erhängt haben soll. Und woher kommen dann angeblich die ganzen Beulen an dessen Kopf? Na, vielleicht hat er ja ein Gummiband genommen. Aber wo wir gerade bei so einem Thema sind, wusstest du, dass bei jedem Atemzug, den ich mache, irgendwo auf der Welt ein Mensch stirbt? Was meinst du wohl, warum ich so oft zu dir sage, dass du dir deine Zähne putzen sollst? Du kannst manchmal echt fies sein, Dragonina. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich dich habe. Ohne dich würde ich andauernd vergessen, dass ich Fisch habe. Ich meine Hummer. Nee, das war's ja auch nicht. Ach ja, ich meinte, dass ich Tintenfisch habe. Nee, das war's auch nicht. Auch nicht Langusten. Verflucht! Was habe ich denn nochmal, Dragonina? Dreifach geölte Drachengalle. Wie oft denn noch? Du hast Krebs. Du, aber es ist noch was anderes Schlimmes passiert. Kurz bevor du kamst, war so ein kleines, freches Nagetier bei uns in der Höhle und hat unser Abendessen gefressen. Das ist ja schrecklich. Das arme Tier. Meinst du, es wird lange leiden müssen? Du, sag mal, was sind bei dir so die Traumaße einer Frau? 80, 60, 40. 80, 60, 40? Das sind aber komische Körpermaße. Körpermaße? Wer redet denn von Körpermaßen? Um Gottes Willen, nein, 80, 60, 40 bedeutet sie 80 Jahre alt, 60 Millionen auf dem Konto und 40 Grad Fieber. Ach so, ja, das sind auch meine Traumaße bei einer Frau. Du sag mal, warum kaufen die Blinden immer so gerne Mohnbrötchen? Keine Ahnung. Ja, weil da immer so lustige, versaute Sachen draufstehen. Ach so, das macht natürlich Sinn. Dann sag mal, was ist der Unterschied zwischen einem Hochzeitsmahl und einem Leichenschmaus? Keine Ahnung. Beim Leichenschmaus ist ein Gedeck weniger auf dem Tisch. Und wie schaut's? Super, hervorragend. Was? Wirklich? Jupp. Sag bloß, du hast das Boot wieder hingekriegt. Jupp. Also, ich habe am anderen Ende des Strands noch Treibholz gefunden und mitgenommen und dann hier meine künstlerische Ader spielen lassen. Ja super, das heißt also, wir können endlich von dieser Insel runter? Theoretisch, jupp. Praktisch haben wir aber weder Segel noch Paddel. Wir müssten uns also von der Strömung leiten lassen. Das ist ja auch doof. Dann würde ich sagen, lass uns noch ein paar Tage hier bleiben. Vielleicht kommt bis dahin Hilfe. Und wenn nicht, können wir es ja immer noch mit dem Boot versuchen, ob wir irgendwie von dieser Insel wieder runterkommen. Okidoki, schon machen wir das. Du sag mal, wie heißt eigentlich die griechische Göttin der Rache? Weißt du das? Ja, natürlich weiß ich das. Das ist ja quasi Allgemeinbildung. Die heißt Rachitis. Witzbold. Ja, nee. Du aber, als ich noch zu Hause war vor einigen Tagen, da habe ich mich mal mit meinem Sohn unterhalten und ihm gesagt, ich hätte mich mit dem Storch zusammengetan. Mit wem? Mit dem Storch. Ach, mit dem Storch. Jupp. Und du hast dich mit dem Storch zusammengetan. Jupp. Und weiter? Also ich habe meinem Sohn gesagt, dass ich mich mit dem Storch zusammengetan habe und dass dieser
ihm ein kleines Brüderchen schenken wird. Daraufhin hat man schon gesagt, typisch Fati, es gibt so viele schöne Igeldamen im Wald und mein Fati muss ausgerechnet den Storch poppen. Hallo Lindy, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein, was denn? Männer können nie länger als 5 Minuten in der Badewanne sein. Ja, das ist richtig. Das ist mir auch schon aufgefallen. Sag mal, hat das irgendeinen besonderen Grund? Ja, natürlich. Überleg doch mal. Nach 5 Minuten werden die Eier hart und nach 6 Minuten platzt das Würstchen. Ach so. Ja, das macht natürlich Sinn. Die älteste Einwohnerin von Sotanien ist Ingen Nibbets. Sie ist 101 Jahre alt und zu ihren Hobbys gehört Kampftrinken mit den minderjährigen Freunden ihrer Enkel. Eine Frau, wie sie im Buche steht, im Strafgesetzbuch. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Na Inge, was machst du denn da? Ich mache Popcorn. Mit unserer neuen Popcornmaschine. Unsere Enkelin hat ja morgen Geburtstag und da dachte ich mir, statt eines Schokoladenkuchens mache ich mal Popcorn. Mit Schokoladengeschmack. Das ist doch mal was Neues. Schließlich bin ich eine moderne Großmutter. Das ist ja eine tolle Idee. Kriege ich auch ein bisschen Popcorn? Nein, du hast ja schließlich nicht Geburtstag. Och Menno. Du sag mal, als du klein warst. Wie bitte? Ja, also kleiner als jetzt. Haha, sehr witzig. Also, ich meine, als du noch ein Kind warst. Na, das hört sich ja schon viel besser an. Ja, was war da? Als du noch ein Kind warst, was war da dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Mal überlegen. Ah, jetzt weiß ich's. Das war eine Trommel. Eine Trommel? So eine richtige Blechtrommel? Ja, genau. Eine Blechtrommel. Und warum war die dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Weil mir meine Mutter damals immer 5 Mark gab, damit ich mit der Trommelei aufhörte. Oder gar nicht erst damit anfing. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Nerven deiner Mutter, die hätte ich auch gerne gehabt, seitdem wir verheiratet sind. Du, aber weißt du, was mir gestern passiert ist, als ich Staub gewischt habe? Nein, erzähl! Ist dir gestern Abend, als du aus der Bar kamst, was aufgefallen, nachdem du wieder zu Hause warst? Ja, dass der große Spiegel in der Diele fehlte. Richtig, der ist mir nämlich beim Staubwischen kaputt gegangen. Was? In Scherben? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Das ist ja schrecklich! Wieso denn schrecklich? Ich freue mich riesig darüber. Ein zerbrochener Spiegel bedeutet aber 7 Jahre Pech. Das schon. Aber es heißt dann auch, dass ich trotz meines hohen Alters noch mindestens 7 Jahre vor mir habe. Na dann hast wohl nicht du, sondern ich Pech. Halt, stopp! Sofort anhalten. Wieso? Was ist denn? Hören Sie mal, Sie können doch nicht mit 80 durch die Stadt. Das muss am Hut liegen, der mich so alt wirken lässt. Aber keine Sorge, ich bin sogar noch unter 30. Punkt 53. Atemschutz bei einem Brand ist lästig und zeitraubend, sowie außerdem insbesondere für die Führungskräfte unnötig. Gesundheitliche Schäden sind nicht zu befürchten, denn anschließendes Husten reinigt die Atemwege. Punkt 54. Beim Rückzug nach einem Einsatz ist sich Zeit zu lassen, jedoch nicht länger als 5 Stunden. Punkt 55. Die Arbeit des Reinigen
von beschmutzten Einsatzgegenständen ist anderen zu überlassen. Das gleiche gilt für die Bestückung der Panzer. Punkt 56. Der Einsatz ist beendet, wenn sich der Soldat mit dem Gefühl, wieder mal großartig gewesen zu sein, zur Stube zurückbegibt. Punkt 57. Bei Nachttemperaturen von über 27 Grad in der Stube sind die Ärmel des Schlafanzuges viermal aufzukrempeln. Punkt 58. Man unterscheidet zwischen rechter und linker Seite des Panzers. Punkt 59. Die hydraulischen Verbindungen stellen die hydraulischen Verbindungen her. Punkt 60. Befehlen Altgewidis, dass Sommer ist, hat sich jeder daran zu halten, selbst wenn eigentlich Winter herrscht. In diesem Fall werden Heizungen in sämtlichen Stuben und Aufenthaltsräumen ausgeschaltet, wie auch warme Winterkleidung und Wärmflaschen eingezogen. Punkt 61. Der Soldat friert nicht. Er imitiert lediglich das ängstliche Zittern des Feindes. Punkt 62. Wenn ein Soldat infolge von Überarbeitung vom Schlaf übermannt wird und dann vom Stuhl fällt, ist es ein Arbeitsunfall. Punkt 63. Für Beschwerden über die Verhaltensvorschrift gilt, es gibt keine. Denn doch wird gegen diesen Punkt verstoßen. Dies kann strafrechtliche Folgen mit sich ziehen. Hallo Esmi. Hallo Lindy. Du, ich hab da mal wieder eine Frage an dich. So von Frau zu Frau. Eigentlich ist Luzi ja immer für Fragen zuständig. Aber bei ein paar Fragen traue ich mich gar nicht, den darauf anzusprechen. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann erzähl mal, was gibt's denn? Sag mal, Lindy, gibt es einen Unterschied zwischen Junggesellen und Ehemännern? Ja, den gibt es. Guck mal, der Junggeselle kommt abends nach Hause, guckt in den Kühlschrank, findet nichts Vernünftiges und geht ins Bett. Der Ehemann jedoch macht das anders. Er kommt nach Hause, guckt ins Bett, findet nichts Vernünftiges und geht an den Kühlschrank. Ah, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Oh, das ist aber ein schöner Baum und ein schöner Ast, der da in diesem Baum ist. Da kann ich mich bestimmt gut kopfüber runterhängen lassen, wie eine richtige Fledermaus. Ja, so geht es. Perfekt. Kalora, warum hängst du den Kopf über an dem Ast? Hallo, nun, weil ich eine Fledermaus bin. Du bist was? Eine Fledermaus. Eine Fledermaus? Ja. Du bist keine Fledermaus, sondern ein Rabe. Nein, ich bin eine Fledermaus. Stimmt, du bist kein Rabe. Ja, ich weiß. Wenn, dann bist du Stitch. Stitch? Was ist das denn? Komm da runter, du Bastard! Ach, hör auf, mich zu kitzeln! Dann fall ich noch runter! Aua! Von einer ausgewachsenen Fledermaus, die irgendwo runterfällt, habe ich noch nie gehört. Scheinbar bist du dann doch ein Rabe, haha! Du dummer Schwanzlutscher! Ich zopf dir alle deine Federn einzeln raus! Hallo Lindy, wie geht's? Och, eigentlich ganz gut. Und uneigentlich? Mein Mann, der Luzi, der redet nicht mehr mit mir. Warum das denn? Weißt du, ich habe heute Morgen ein Katerfrühstück zu mir genommen. Ja und? Nun, Luzi hing halt so an dem Tier. Soweit, so gut. Jetzt geht es aber auch noch um die Anweisung über die richtige Benutzung der Toiletten in den Unterkünften. Die folgende Ergänzung ist mit dem Tage der Bekanntgabe spätestens jedoch bis zum Beginn des Wehrdienstes in die ZDV 10.5
der Innendienst der Bundeswehr einzuarbeiten. Allgemeines. Punkt 1. Die Toilette besteht aus einem trichterförmigen Porzellanbecken mit birnenförmiger schräg nach unten geneigter Aufnahme für die Exkremente. Punkt 2. Auf dem oberen Rand, also dem sogenannten Sitzrand, ist ein Sitzstück angebracht und durch Rohrleitungen mit dem eigentlichen Sitzbecken verbunden. Sie wird mit dem Drücker und der Druckfeder, also dem Ein, bei Bedarf eingerostet. Gebrauchsanweisung. Punkt 1. Die Toilette wird sitzend benutzt. Der Benutzer setzt sich bei gleichzeitigem Anheben der hinteren Bekleidungsstücke so tief in die Hockstellung, bis das Gesäß auf der Sitzaufnahme aufliegt. Das Gewicht des Körpers ist gleichmäßig verteilt, die obere Körperhälfte nach vorn geneigt. Die Ellenbogen ruhen auf dem Muskelfleisch der Oberschenkel. Der Blick ist frei geradeaus gerichtet. Punkt 2. Unter ruhigem Ein- und Ausatmen drängt der Benutzer bei gleichzeitiger Anspannung der Bauchmuskulatur den Darminhalt in die dafür bestimmte Aufnahme des Porzellanbeckens. Falls sich die Spülung durch äußere Einflüsse löst, richtet sich der Benutzer auf. Punkt 3. Nach beendeter Prozedur macht der Benutzer eine Wendung nach halblinks. Unter gleichzeitigem Anheben der rechten Gesäßhälfte erfasst er das Reinigungsfähnchen, ca. 100 x 150 mm, mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, wobei der Mittelfinger als Stütze dient und führt es durch die vom Muskelfleisch der linken und rechten Gesäßhälfte gebildeten Kerbe. Punkt 5. Linkshänder führen sämtliche Tätigkeit mit der linken Hand aus, damit Verletzungen vermieden werden. Es ist dem Benutzer freigestellt, das Reinigungsfähnchen von oben nach unten oder umgekehrt zu führen. Die Reinigung ist so oft zu wiederholen, bis 5 Blätter sauber erscheinen. Punkt 6. Nach dem Reinigen richtet sich der Benutzer auf, steht einen Moment still und entspannt. Dann beginnt er mit dem Ordnen der Kleidung. Anschließend macht er eine Kehrtwende und betätigt die Spülung. Die Reinigung erfolgt auf Sicht. Punkt 7. Während der Inanspruchnahme der Toilette entfällt die Grußpflicht. Punkt 8. Während des Aufenthaltes auf der Toilette ist es dem Benutzer verboten, ohne besondere Genehmigung zu essen, zu trinken, zu rauchen, sich hinzulegen oder Geschenke anzunehmen. Unser Freund Hoppel scheint es irgendwie geschafft zu haben, den SM-Zwang im sultanischen Freistaat zu entkommen. Jetzt ist er eigentlich auf dem Weg nach Hause. Eigentlich. Ich hatte eine geile Mutter, die gab mir immer Futter, so wurde ich dick und fett und ging dann satt ins Bett. Mensch, bin ich froh, dass ich bei den Bekloppten aus dem Märchenland flüchten konnte. Jetzt aber ab nach Hause. Halt, stopp! Sofort anhalten. Nabend, Herr Wachtelmeister. Was ist denn los? Ja, sehen Sie denn nicht, dass da bei Ihnen was ausläuft am Motorroller? Ja, das ist mir nicht entgangen. Und wo ist jetzt das Problem? So dürfen Sie doch nicht weiterfahren. Doch. Wieso? Na, da müssen Sie richtig hingucken. Ist doch ein Auslaufmodell. Hallo Lindy.
Hallo Esmi. Mensch, was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Weißt du, Esmi, ich wollte meine Sorgen ertränken. Ja und? Mein Mann Luzi wollte leider nicht ins Wasser. Hallo liebe Kinder, ich bin es mal wieder, euer Erklärbär. Und ich bin nicht alleine hier, sondern immer noch mit meiner besten Freundin Nele. Hallo Nele. Ja, mach mal hinne, damit wir endlich fertig werden. Und wenn du mich nochmal anpackst, erzähl ich allen von deiner Pissesammlung, die du in Einmachgläsern bei dir zu Hause unterm Bett versteckst. Hallo Kinder. Die Gläser habe ich nur zur Eigenurinbehandlung. Die soll nämlich nicht nur gesund sein, sondern ist auch völlig natürlich. Apropos natürlich, heute sind wir ja an einem ganz besonderen Ort, und zwar im Wald. Hier gibt es nämlich wunderschöne Blumen zu sehen, zum Beispiel das Alpenveitchen oder das Gänseblümchen. Oder die Riesenpissnelke. Echt? Wo hast du denn die gesehen, Nele? Direkt neben mir. Nee, das ist ein Gänseblümchen. Vielleicht bist du ja draufgetreten auf die Riesenpissnelke. Schön wär's. Hä? Verstehe ich nicht. Naja, aber im Wald gibt es natürlich nicht nur schöne Blumen, sondern auch viele tolle Tiere. Und den Tieren muss man immer helfen, denn Tiere sind schließlich unsere Freunde. Stimmt. Bis auf eins. Aber seit wir hier im Wald sind, haben wir noch kein Tier gesehen. Vielleicht haben die dich ja gesehen und daraufhin sofort Selbstmord begangen. Wie? Was? Nein, Nele! Das machen die lieben Tiere doch nicht. Also Kinder, ich hätte euch gerne mal ein Tier gezeigt, was hier im Wald lebt. Aber wie schon gesagt, wir haben leider keines gesehen. Also, ich habe schon eins gesehen. Zumindest einen Teil davon. So? Was denn? Die Hasenscheiße an deinem Knie. Oh, das ist mir jetzt aber unangenehm. Gut, dass ich dich habe, Nele. Du hast so gute Augen. Du, aber letzte Nacht hatte ich ganz viele Tiere gesehen. Und zwar in meinem Traum. Das war so ein schöner Traum. Hast du auch was Schönes geträumt, Nele? Ja, ich habe geträumt, dass sie dich wieder zurück in den Zoo gebracht haben. Ja, also. Aber es gibt ja nicht nur schöne Träume. Nicht wahr, Nele? Es gibt ja auch mal schlechte Träume, die einen sogar manchmal Angst machen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, liebe Kinder. Das ist auch nicht schlimm, wenn ihr dann mal aus Versehen ins Bettchen gemacht habt und da ein feuchter Fleck ist. Dann geht ihr einfach schnell zu Mama und Papa ins Schlafzimmer, legt euch zu denen ins Bett und kuschelt euch ganz fest an die beiden an. Ja, und wenn auf Papas Seite auch ein feuchter Fleck ist, dann hat wenigstens der was Schönes geträumt. Du bist so gebildet, Nele. Ja, und du bist ein Arschloch. Aber Nele! So, soweit so gut. Und nun zuletzt der Dienstplan für den morgigen Ablauf. 2:30 Uhr gemeinsames Wecken.
2.35 Uhr, Körperpflege, Bettenbau, verpacken, raustreten. 2.36 Uhr, Parole. 2.40 Uhr, 70 Kilometer Marsch zum Truppenübungsplatz. 5 Uhr, Frühstück. 5.05 Uhr, Gefechtsausbildung, Vergraben des LKW 5TO. 8 Uhr, Sportausbildung, 5000 Meter Gleiten. 9.05 Uhr, Überleben im Gelände, Stationsausbildung. Punkt 1, Erlegen von Borstenvieh, allerdings mit Taschenmesser. Punkt 2, Zelten in stehenden Gewässern. Punkt 3, Sammeln von Pilzen, allerdings unter Feindbeschuss. 11.30 Uhr bis 12 Uhr Mittagspause, zwischenzeitlich Überfall auf den Essensfahrer der Nachbarkompanie. 12.05 Uhr Waffen- und Schießausbildung, der Brückenlegepanzer zerlegen und wieder zusammensetzen. 15 Uhr Gefechtsausbildung, Ausgraben des LKW 5TO. 17 Uhr Rückmarsch mit Gesang. 20 Uhr großes Revierreinigen. Stube 265 bis 267 die Kaserne. Stube 268 bis 69 Blockern des Hubschrauberlandeplatzes. Stube 270 bis 271 Truppenübungsplatz. 23 Uhr Abendessen und Zapfenstreich. Mit NATO-Alarm ist allerdings zu rechnen. Das war's von mir. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns den besten Erfolg zu Ehren unseres sozialistischen Vaterlandes. Freundschaft! Hallo Oma! Hallo meine Kleine, alles gut bei dir? Ja, aber ich hab da mal so eine Frage. Ja, dann schieß los. Du sag mal, können Engel eigentlich fliegen? Ja, natürlich. Nur Engel? Nun, also was diese Thematik angeht, ja. Aber Susi kann nicht fliegen. Oder? Susi? Unser Hausmädchen Susi? Ja. Was für eine alberne Frage. Natürlich kann unser Hausmädchen nicht fliegen. Wie kommst du denn darauf? Opa sagt immer, dass Susi ein süßer Engel sei. Was? Na also, dann fliegt Susi. Darauf kannst du dich verlassen. Scheint so, als wäre König Gig weg. Na, dann hätte ich endlich wieder meine Ruhe. Von wegen, ich hatte dich nur gesucht. Aber ich hatte mir schon gedacht, dass ein Drache immer an den Ort zurückkehrt, an dem er zuletzt war. Warum bist du eigentlich nur geflohen? Ich wollte dich doch nur töten. Mir kommst du ja sowieso nicht. Nun, meine Devise lautet, lieber ein Eisen im Feuer als eine Kette am Bein. Sag mal, was macht eigentlich der Menschenfreund? Der ist doch bestimmt hier irgendwo auf dieser Insel, oder? Dieser Stricher. Der spielt sich doch bestimmt wieder nur im Schniepi, dieser Nohumil. Der ist am Arbeiten. Hat es mir doch gedacht. Für Geld tut er auch alles, diese Schlampe. Die Welt ist so schlecht geworden. Vor ein paar Tagen bin ich beritten worden. Reicht ja schon, dass ich demnächst einen Kutschenführerschein machen muss. Einen Kutschenführerschein? Was ist denn das? Vor ein paar Tagen bin ich reiten gewesen. Ich wollte auf die Jagd. Und da hält mich doch tatsächlich eine der Stadtwachen an und meinte, in meinem Alter solle ich doch lieber mit der Kutsche fahren, anstatt auf dem Pferd zu reiten. Haha, du Opfer! Das war ja schon anstrengend genug, hier hinzukommen und dich zu jagen. Wieso? Ich war spannend, wie ein Krimi. Das verstehe ich nicht. Nun, wie schon gesagt,
ich war spannend wie ein Krimi. Packend bis zum Schluss. Selber schuld, du Opferkönig. Was musst du auch so viel Gepäck mitnehmen? Aber jetzt mal wieder ernst. Erlaubst du mir eine Frage? Bist du dir wirklich sicher, dass du mich töten willst? Ja, natürlich. Du bist schließlich ein Drache. Und ich? König Gig von... Von unten drunter. Quatsch, nicht von unten drunter. Von Unterdingen heiße ich. Also nochmal. Ich, König Gig von Unterdingen, bin dazu verpflichtet, die Menschheit von den Bestien zu befreien, die sich Drachen nennen und die Welt terrorisieren. Und eines Tages wird man an mich zurückdenken und dann sagen, dass ich die ganze Zeit mit mir selber rede, weil die Drachen schon wieder abgehauen ist, oder was? So ein Bullshit. Jetzt habe ich die Schnauze voll von den ganzen Arschviechern. Ich lasse Dragonina offiziell für tot erklären und segel mit meinem Schiff wieder nach Hause. Dann kann ich endlich wieder meinem Schnippi. Mensch, Luzi, du siehst wieder scheiße aus. Hast du wieder rausgefunden, dass ich deine Frau gefickt hab? Was? Komm her, nimm einen Drink, Pussy. Du siehst aus, als wäre dir etwas Unglaubliches passiert. Oh ja, stimmt, Jack. Ja, erzähl doch mal. Was ist denn so Unglaubliches passiert? Also, du musst dir vorstellen, ich bin auf dem Weg zu deiner Bar und da treffe ich auf einen entlaufenen Hund. Den habe ich dann natürlich sofort mitgenommen und bei der Polizei gemeldet, damit der ins Tierheim gebracht wird oder halt zum richtigen Besitzer. Die Polizei fragte auch, ob ich vielleicht eine Ahnung hätte, wem der Hund gehören könnte. Da sagte ich, dass ich allerhöchstens vermuten würde, dass der Hund einer Frau gehöre. Da hat der Polizist mich gefragt, wie ich darauf käme, und ich sagte ihm, dass der Hund die ganze Zeit über vor einem Schaufenster stehen blieb. Du, aber sag mal, was ist schlimmer als ein Wurm im abgebissenen Apfel? Keine Ahnung. Ein halber Wurm in einem abgebissenen Apfel. Pfui, das ist ja widerlich. Darauf muss ich erstmal einwichsen. Bitte noch einmal. Aber warum? Weil trinken und wichsen vielleicht nicht direkt dasselbe ist. Darauf muss ich erstmal einkippen. Du, Lindy, hast du das Neueste schon mitbekommen? Nein, was denn? Wissenschaftler in Amerika haben herausgefunden, dass man neuerdings mit Toten reden kann. Wirklich? Wow, das ist ja sensationell! Es gibt nur ein Problem bei der Sache. Und welches? Die geben keine Antwort. Wenn der Haar einen Penis. Das ist ja sensationell! Na, Inge, ist das Abendessen schon fertig? Du meinst die Gans? Ja. Ja, nun, wie man's nimmt, gerupft ist sie schon mal. Jetzt muss sie nur noch geschlachtet werden. Oh, das arme Viech. Du, aber da gibt es noch etwas, was ich dich fragen wollte. Ja? Zu meinem letzten Geburtstag, vor ein paar Tagen, da hast du mir unter anderem... ja, einen Lippenstift geschenkt, mit Erdbeergeschmack. Ja, das ist richtig. Also, ich fand das ja echt süß von dir. Ist ja auch mal was anderes. Lippenstift mit Erdbeergeschmack finde ich ja auch wirklich cool. Aber wie kamst du eigentlich auf die Idee, mir so etwas zu schenken? Na, der Lippenstift ist mega praktisch. Den hole ich mir bei jedem Kuss Stück für Stück von dir zurück. Arschloch. Du, Luzi, ich weiß, heute ist ja eigentlich dein freier Tag. Aber du bist ja so bekannt geworden durch Luzi erklärt und... Mamas Pornohütte. Sag mal, hast du wirklich so ein großes Allgemeinwissen oder tust du nur so? Oder sind die Fragen immer vorbereitet und man sucht dir dann deine Antworten raus, du Schlingel?
kleiner Pisser, du bist doch genauso dumm wie ich. Wir sind Mexikaner. Nein, ein großes Allgemeinwissen habe ich schon. Ja, super. Dann kannst du mir bestimmt auch so ein paar Fragen beantworten, oder? Ein Glas. Klar, erzähl. Ich gebe mein Bestes. Warum werden Zivildienstleistende oft Drückeberger genannt? Das ist doch einfach. Ein Beispiel. Wenn Opa Herbert mal im Altenheim ist und drückt, müssen die Zivis es bergen. Das ist ja eklig. Also so genau wollte ich das gar nicht wissen. Zu spät. Dann aber noch was anderes. Warum hat deine Mutter eine Spalte so groß wie das Erdloch in Mexiko? Schwein. Warum haben so viele ältere Männer eigentlich einen Bierbauch? Na, das ist ja wohl auch einfach. Damit der arbeitslose Zwerg wenigstens ein Dach über dem Kopf hat. Du alter Pisser. Aber jetzt habe ich eine Frage, die du bestimmt nicht beantworten kannst. Hau raus. Was haben 70-Jährige zwischen ihren Brüsten, was 20-Jährige nicht haben? Also, das weiß ich wirklich nicht. Den Bauchnabel. Bah, du bist ja genauso widerlich wie ich. Auf den Schock muss ich jetzt aber mal einen trinken. Mach mal einen Whisky fertig. Jawohl, wird gemacht, Pussy. Das war ja also unser kleiner, spezieller Ausflug nach Sudanien. Ich werde jetzt nach Hause gehen und mir gepflegt einen runterholen. Kommen Sie doch mit!